Nein, möchte ich nicht. Ehrenvolle Krieger und die sind mir unterlegen. Dankeschön, Johnny, für den Follow. Willkommen. So. Dankeschön, Johnny. Wofür bekomme ich denn einen Follow? Dafür, dass Flex mich hostet, oder? Ich verstehe es nicht ganz. Megaplexe, Megaplexe. Hier, hier, ho. Ach, Pakt und so. Achso. Warte mal, habe ich jetzt hier exotische Gase, mache ich inzwischen 0. 0,1. Oh, schön. Upscaling complete. Hey Flex, na, wie lief's denn bei euch? Habt ihr immer noch eure Bude noch weiter ausgebaut? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich mir ja gleich mal noch mehr angucken, was sie macht. Oh, was ist jetzt los? Dinge, die mich an... Was, wo ist das? Okay, das muss mich nicht interessieren, das ist außerhalb meines Reichs. Ja, mein Reich. Wenn man das so nennen will, was ich hier habe. Dritte Verteidigungslinie schon. Das ist ja mal der Hammer. Die zweite sah ja schon beeindruckend aus. Das kostet mich wieder 200 und schlag mich tot Einfluss. Eigentlich mein ganzer Einfluss hin. Lass mich raten. Hier hin. Gebt's auf, hier meine Fraktion zu fördern. Ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendetwas bewirkt. Klar, die meisten sind jetzt hier. Ich werde aber die Fraktion einfach nicht los. Ich möchte die Einflusspunkte haben. Ohne diese Einflusspunkte macht das Leben auf Dauer keinen Spaß. Ich bin am Überlegen, ob ich diese komischen Billig-Kampfschiffe überhaupt noch will. Was sind das hier? Die sind diese komischen Plündererschiffe. Ganz im Ernst, die will ich nicht mehr haben. Upscaling complete. Diese komischen Zerstörer will ich nicht mehr haben. Ich will es stattdessen jetzt hier. Packe ich jetzt noch 9 Korvetten rein. More declared. Zum Glück nicht mir. Ja, dann. Moment, was haben wir denn hier? Gensoldatenarmee, Energiesauger, Einflusskosten, nein, Verbesserungskosten für Schiffe. Nö, dann nehme ich jetzt auch das hier. Ich möchte jetzt überall meine Forschungsgeschwindigkeit noch weiter steigern. Evading competitive fleet. Das von Vieh. Ach, Weltraumamöben. Ja, das ist da hinten am Arsch der Welt. Am Arsch des Universums findet das statt. Muss mich nicht interessieren. Da könnte ich auch mal reingucken, stelle ich gerade eben mal so fest. Ich habe auch noch so ein paar Bösewichtgebiete, um die man sich mal kümmern könnte. Aber erstmal muss die dritte Flotte jetzt hier... Ja, guck mal. Diese uralten, schlechten Raumschiffe, die ich aufgenommen habe, haben hier meine Kampfkraft massiv blockiert. Jetzt sind wir nämlich jetzt schon bei 6,4. 6,5. Alles klar, Flex. Dann bis morgen. Man sieht sich sicherlich irgendwo, irgendwie. Schlaf gut. Nochmal danke für den Host. Energienexus. Fortschrittliche Schilde wären interessant, aber ich möchte erstmal den Energienexus haben. Ich will die Neutronium-Panzerung. Wie gesagt, meine Schiffe sollen stark sein.
Okay, also sag mal so, Hyperventilator, ich habe ja schon seit Ewigkeiten diese eine Fraktion versucht zu unterdrücken, aber es hat bis jetzt leider nicht Wirkung gezeigt. Deswegen habe ich jetzt mal so viel. Für mich persönlich da jetzt gerade immer so ein bisschen aufgegeben, was das angeht. Das sind ja dreimal seltene Kristalle, warum habe ich die noch nie geholt? Muss ja blind gewesen sein. Umsiedeln auf Hämorrhoidental. Für alle, die gerade eben zugucken, die Namen habe nicht ich mir ausgesucht, die kamen aus der Community, genauso wie Grabbelwutz. Was steckt da drin? Ich glaube, ich schicke jetzt mal die Flottille. Die sind nämlich jetzt bei 7,2k. Die schicke ich jetzt mal da rein und guck mal, was da drin ist. Auf einen 1% Bereich. Das kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist. Dann sehe ich gerade eben noch nicht so richtig, dass das bald klappt. Ja, jetzt mache ich endlich mal. Oh, ich mache jetzt minus Energie. Oh, oh. Das gefällt mir gar nicht. Dass ich muss diesen Energienexus bald irgendwie hier noch upgraden. Na, eine Weile kriege ich das hin. Market Outlier identified. Nochmal, hallo, ich bin Johnny. Was ist mit dem Smiley? Meinst du das, dass der Chat gerade eben, also das Twitch gerade eben bemerkt hat, dass du bei mir neu bist? Ja, das finde ich auch irgendwie lustig. Ah, okay, das macht Sinn, Hyperventilator. Wieder ein Terraforming-Kandidat, yay! 10 Millionen davon und kein einziger in meinem Gebiet. Meine Flotte, die ist wahrscheinlich eine ganze Weile hier unterwegs. Hallo, Flotte. Ach, da, wir müssen so außen rum. Ich habe völlig vergessen, dass es bei mir... Eigentlich ist auch das hier so ein strategischer Punkt, wisst ihr? Du kannst nicht hier durchfliegen, nein, du musst... voll um die Kurve rum, um zu mir zu kommen. Wir leben im hintersten Eck des Universums. Will ich jetzt die Gravitationssensoren? Ja, mache ich das. 5 Monate! Wir machen jetzt so viel Forschung. Ich liebe es. Werden wir am Ende dann doch noch ein Tall Species. Wäre cool. Ich baue jetzt mal hier die Energie aus. Wir müssen was gegen diesen Energiemangel tun. A system has been surveyed. So, das gehört jetzt auch mir. Bitte hier alles an Bergbau und Forschungsstation bauen, was geht. Wie lange brauchen die hier noch? Oh, gleich beide fertig, cool. Und die gehen beide auf jeden Fall gleich in die Mineralabteilung, nehme ich mal an. Wobei er, der Mensch, also der Unternehmer, könnte ja unter Umständen dann auch hier in das Megaplex hineingehen. Wo ist meine Flotte? Jetzt sehe ich auch, was da drin ist. Schick, schick. Die Ancient Mining Drones. Entschuldigung. Research actualized. Die Netzüberlastung habe ich garantiert nicht aktiv, gerade eben Donnerkönig, weil ich nicht genügend Einfluss dafür habe. So, Gravitationssensoren. Aber ich könnte das hier erforschen. Wobei, nee, lassen wir mal. Wie gesagt, minus 1, das bringt mich nicht um. Damit kann ich leben. Tachyon-Sensoren. Fortschrittliche Sensoren, die auf rotierenden Tachyonenstrahlen angewiesen sind, um Schiffsbewegungen auch bei extremer Entfernung zu erkennen.
Ich mach die, oder? Ja, ich mach die. Ich will Gegner früh kommen sehen. Jetzt sind wir schon wieder bei 121 Reichsgröße. Upscaling complete. Ich kann machen, was ich will. Mein Reich wird dann doch immer größer, auch wenn ich es eigentlich gar nicht möchte. Ja, da ist der Roboter jetzt gleich fertig. Oh, er hat einen exakt. Ach so, ja, kein Wunder, wenn er 2,0 pro Monat macht, kommt auf jeden Fall auf den aktuellen. Ein Rival ist ungültig. Der Alari Bloodletter sind. Die uns am Anfang so bedroht. Die sind keine. Die gelten als erbärmlich für unsere Flotte. Wisst ihr, wir haben fast nichts an Flotten, die gelten als erbärmlich. Die sind unterlegen. Die sind ebenbürtig, die mögen uns eh nicht. So, du komisches Rattentier. Bist du hier mein Rivale geworden? Ich brauche dich für den Einfluss. Die wenigstens noch zu irgendwas nütze sind für uns. Potential market survey completed. Und dafür schließt jetzt der eine oder andere mit uns jetzt die Grenzen. Wünschte mir, ich könnte noch ein paar exotische Gase herkriegen für noch mehr Forschung. Wenn es dumm läuft, müssen wir die exotischen Gase tatsächlich selber produzieren. Will ich aber nicht. Jetzt sind wir gleich da, dann gehen wir direkt da rein, dann können wir das auch gleich erforschen. Grüße von Neubaldarak. Hier in unserem neuen Kolonie läuft alles gut. Wir haben trotzdem eine kleine Bitte an euch. Chapki Rat, einer unserer Kolonisten, vermisst ihre Familie und Freunde auf Baldarak so sehr, dass sie nach Hause möchte. Ihr Gewimmer macht uns hier noch ganz verrückt. Wäre es zu viel verlangt, euch um einen Rücktransport zu bitten? Was soll das ein Witz sein? Oder seufzt? Na gut. Na gut. Situation Log revised. Hervorragend. Hoffentlich ist das für euch keine allzu große Ressourcenverbrauch, da ihr ja nun ein einzelnes Individuum befördern werdet. Wir werden unsererseits alle notwendigen Vorbereitungen treffen. Ich habe Chapki gerade die frohe Kunde überbracht. Sie ist außer sich vor Freude. Also eigentlich ist sie gerade dabei, völlig die Kontrolle zu verlieren. Bitte entschuldigt mich, Unternehmerfreunde. Okay, dann machen wir das halt auch. Gehe zu. Wo ist mein Forschungsschiff, das. Moment, ich nehme das einfach hier. Hä? Da ist es. Und da soll es hin. Spezialprojekt. Und dann kann ich hier wieder reingehen. Und nachdem du das gemacht hast, machst du einfach die Forschung wieder. Genau, Pinsi. Was brauchen wir dafür? Jede Menge Hülsenfrüchte. Um exotische Gase herzustellen, genau. Oh, cool. Das kostet aber auch exotische Gase. No! Bin nur überlegen, ob ich jetzt diese zweite Wirtschaftszone überhaupt noch brauche. Ich glaube nicht. Klontanks. Wachstumsgeschichte. Klar, ich klone meine Bevölkerung. Warum auch nicht? Luxusresidenzen. Nahrungsmittelanlagen auch nicht. Competitors engaged. Ah, wir greifen da gerade an. War Research actualized. kein echter Kampf. Market outlier identified. So viel dazu. Die anderen Viecher, da sind noch welche. Aber die können mir egal sein. Wisst ihr, was wir machen, wenn das hier erledigt ist? Ach, egal.
Schon mich leid. Dann kümmern wir uns da unten um das andere. Der nuministische Orden zerstört. Die Nachricht hat Rob Cover gereicht, dass die Glückswinde nicht länger existieren. Als Folge einer feindlichen Begegnung mit Alari Bloodletters ist die einst florierende Karawane der Händler von Numa nichts weiter als ein interstellarer Schrottplatz. Ein unglückliches Ende für die, die der Glücksgöttin dienen. Wow, wow, wow. Muss ich mir gleich mal angucken. Zitadelle, ich baue jetzt die Zitadelle. Upscaling complete. Haben die das gemacht? Automatisierte Bergbaubasis. In einer engen Umlaufbahn um den Asteroiden herum haben wir eine automatisierte Bergbaubasis, in der große Stücke des Rumpfs fehlen und die gezackten Löcher lassen auf Beschuss mit schweren Waffen schließen. Die Station kann nicht mehr repariert werden, könnte uns aber wertvolle Mineralien bieten. Boah, 500 Mineralien ist nicht schlecht. Genau, Abracadabra finden sie. Jedes Böhnchen ein Tönchen. Oh, geil, wieder ein Aufstiegsvorteil. Grundhandelsschutz, nein. Marktgebühr reduzieren, Schaden an... Verteidigung haben wir hier. Nee, ich möchte die Marktgebühr reduzieren. Haben schon minus 20% Marktgebühr. Spezialprojekt abgeschlossen. Ein einzelner Forschungsschlepper mit einem Gaskanister im Schlepptau ist unter Eskorte der Rocco Explorer in Balderac eingetroffen. Der Inhalt des Kanisters wurde in die Atmosphäre des Gasriesen entleert. Die Dathna-Kolonisten also in ihre Heimat zurückgebracht. Ja, okay. Wissenschaftler erlangt Eigenschaft. Der Exer hat eine neue Eigenschaft entwickelt. Okay, was ist das für eins? Forschungsgeschwindigkeit, Staatskunst, toll. Staatskunst. Super. Du gehst mal hier hin und tust jetzt mal hier Spezial untersuchen und dann das System. Research actualized. Und wieder etwas fertig. Jawolligens. Mehr Sternenbasen brauche ich gerade eben gar nicht. Jetzt befehlt sie mit der Flotte hochdrücken, dass ich dann jetzt hier genau die 70 Mann, die 70 Schiffe da reinkriege, die ich habe. Eine kleine, aber mega kräftige Flotte zu haben, wäre cool. So, jetzt sind wir hier genau wieder auf 53. Future Market Survey complete. Dieser Gouverneur? Was denn für Blockerentfernung? Ja. Hätte man früher brauchen können. Potential Market Survey completed. Jetzt hoffe ich mal, dass in diesem komischen Lambda-Serpentis-Gebiet noch irgendwas Cooles drin ist. Es hat einige Asteroiden immerhin. Eine Flotte. Solange ich meine Flotte nicht Lotte nenne, sondern wäre es die Flotte Lottenflotte. Die Flotte Lotte. Oh Gott, nein, lassen wir das Thema. Ganz blöd. Das endet nur peinlich, wenn wir da so weitermachen. Eine Zweigstellen ausbauen, wenn die Bevölkerung groß genug ist. Ja, die Bevölkerung halt auf dem Planeten, wo die halt sind, die muss halt groß genug sein. Problem ist halt, ich habe halt einfach nur Glück, dass die bis jetzt noch keine Polizei... Also, dass die Polizei hier das alles noch nicht geschlossen hat. Das ist einfach nur Luck bis jetzt gewesen. Upscaling complete. So, die Flottengröße. Oh, Chemowonne? Was ist denn das? Ermöglicht uns die Einführung des Chemowonne-Lebensstandards. Was zum Teufel ist das? Die fliegende Implantate sind die neueste Innovation bei der revolutionären Kombination von Sensorik und Unterhaltung. Wo wir hingehen, da braucht man zum Fühlen keine Haut. What? Könnt ihr es auch schon aufwerten?
Ich möchte wissen, was das ist. Ich erforsche das. Es dauert nur 12 Monate. Emo-Wonne. Geil. Wir machen jetzt Camps wie in Fallout. Holen uns jetzt hier wahrscheinlich Mentats oder sowas oder Psycho. Bin sie bei. Ja. Gruselig ist es schon. Ich bin mal neugierig. Komm, ich baue jetzt auch noch das letzte da rein. Potential Market Survey completed. Mineralien, das ist auf jeden Fall schon mal was wert. Da kann man auch ordentlich Geld dann später damit machen. 105. Diese Formalitäten exotischen Gase. Ups. Ich habe den Ton gerade eben leise gemacht. Dankeschön, Devil. Tja, Lars mal wieder. Ja, genau. Dankeschön, lieber Devil. Vielen lieben Dank. Ja, ja, Lars hat vorhin schon gesagt, quasi, er hätte dich gar nicht mitgekriegt. Er würde alt werden. Oder es ist einfach nur Taktik, so nach dem Motto, vielleicht bemerkt er es ja nicht, ne? Vielleicht war es auch die Taktik, man weiß es nicht. So, die Flottille geht nach Washington. Da kann ich jetzt auf jeden Fall nochmal ein paar, warte mal, Zerstörer reinkloppen. Research actualized. Aber vorher muss ich das machen. Ah, die Tachyon-Sensoren sind jetzt unsere. Oh, planetarer Schildgenerator, ja! Den müssen wir auf jeden Fall machen, weil der ist selten. Den kriegt man nicht immer. Schiffsdesigner. Ja, wir sehen, dass wir die Schiffe schon wieder deutlich verbessern können. Dasselbe gilt natürlich auch hierfür. Oh, jetzt kommen die an und wollen Tribut. Ja, ich lese es mal vor, ausnahmsweise. Skanuri Free Warrior sagen, Unternehmer, Schwächlinge, unsere Krieger sind auf dem Weg, eure Systeme zu plündern. Stellt euch ihnen im Kampf, wenn ihr den Mut aufbringt, könnt oder versteckt euch vor Angst, bis sie in eurem Reichtum gelabt haben. Ihr könnt natürlich auch Tribut bezahlen, um euch selbst vor dem kommenden Sturm zu retten. Wenn er ausreicht, werden unsere Krieger gezwungen, sich sein umzukehren. Ja, nehmt hier ein bisschen Nahrung, guten Appetit. Welche Schande. Ich nehme an, unsere Krieger werden sich anderswo umsehen müssen. Euer Volk ist in Sicherheit, zumindest für den Moment. Ja, 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 mach du nur. War das gerade eben von Soundfehler? Research actualized. Speichern. Die Chemo-Wonne haben wir. Das gucke ich mir gleich mal an, was das wirkt. Devil sagt, er hofft, dass es unbemerkt bleibt. Oh, Unternehmensführungsnexus. Oh, den will ich aber auch jetzt sehr schnell haben. Aber jetzt gucken wir uns mal ganz, ganz kurz mal hier die Situation. Ne, warte mal, wo war's? Richtlinien an. Ne, warte mal. Das sind die Rechte, glaube ich, bei den Spezies, ne? Die Rechte. Staatsbürger. Chemo-Wonne. Erhöht die Bewohnerzufriedenheit um 40%, es sei denn, es gibt einen Mangel an Konsumgütern. Akademisches Privileg. Geschichtete Wirtschaft. Ja, jetzt haben wir die Chemo-Wonne. Wahrscheinlich minus 1000 pro Runde bei Dingens. Aufeinandertreffen in Gefahr. Wir haben die Nun-Aliens gefunden. Boah, 82% Stabilität. Ich wusste, dass es ein Fehler ist. Ich wusste, dass das ein Fehler war. Scheiße. Ich mache noch einen Witz.
Der Moment, wo Laden angebracht ist. Wir wollten sie nur mal angucken. Shit. Ups. Ich kannte das nicht. Deswegen lade ich jetzt mal ganz kurz. Shit, ey. Eieieiei. Ist das painful gewesen. Aber wir haben eh jetzt gleich eins. Ich will bloß, dass das Richtige nun gleich. Warte mal. So lange her, das Laden. Scheinbar. Wo geht denn meine Flotte hin? Ist auf jeden Fall schon auf dem Rückweg. Ja, ich bezahle den Tribut. Ach, das war direkt davor. Okay, dann ist das in Ordnung. Also die Chemo-Wonne ist cooler. Wir brauchen sehr viel mehr von dem Zeug. Ey, ohne Witz, das ist ja... Hä? Mach ich denn so viel... Das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ich jetzt hier gerade eben so viel Minus an Energie mache. Ah, okay, es war ein Anzeigefehler. So, jetzt haben wir die Chemo-Wonne. Toll, jetzt habe ich irgendwas anderes jetzt hier. Ich mache ja den Flottenunterhalt weg. Genau, dämlich. Ich mache nochmal Chemo-Wonne. Ich mache denselben Fehler gleich nochmal. Lieber nicht. Lieber nicht. Also ich habe die Nun-Aliens jetzt hier gefunden. Moment. Ich weiß nicht mal, wer die sind. Genau, warte mal. Habe ich die Schiffe jetzt eigentlich schon abgegradet? Nein, habe ich nicht. Muss ich noch schnell machen. Ah, den hatte ich schon. Kristallwesen. Den Berichten über merkwürdige freischwebende kristallartige Objekte aus manchen Systemen ist nachgegangen worden. Anfangs erschienen diese schiffsgroßen Objekte und ihre etwas kleineren, aber ebenfalls kristallartigen Satelliten noch inaktiv. Ihre Ausrichtung auf unsere Schiffe und die Messung neuer Energiesignaturen aus dem Inneren des Prismen aber deuten darauf hin, dass sie als gefährlich eingestuft werden und wir uns ihnen mit Vorsicht nähern sollten. Das Studium eines zersplitterten Kristalls würde zweifelsohne zu interessanten Resultaten führen, selbst wenn wir für sie keinen militärischen Nutzen finden sollten. Einfach Beute oder faszinierende Kreaturen, ich mache ein Studium bei ihnen auf. Ich denke, das ist einfach besser. Schilde, Schilde, Schilde. Neutronium-Panzerung. Speichern, ja. So. Outlier identified. Moment, wo habe ich denn hier? Genau, hier, das habe ich auch noch nicht verbessert. Okay, liebe Leute. Guck gerade eben nur noch ganz, ganz kurz, aber ich befürchte fast, dass wir jetzt gleich Schluss machen müssen. Ah, sehr gut. 54 von 57. Ships upscaled. Oh, und da wird schon wieder eine Zweigstelle geschlossen. Das tut natürlich weh. Bin menschlich so enttäuscht von diesen anderen Aliens. Alles futsch. Die Messwerte stammen von einem kleinen Metallkapsel. Wissenschaftsoffizier Marit Grase hat sie als Rettungskapsel uralter Alien-Bauart identifiziert. Offensichtlich ist sie vor Äonen am Rande der Gravitationsquelle des Schwarzen Loches gefangen worden, in einem Winkel, der fast einem perfekten Slingshot-Manöver entspricht. Da das aber offensichtlich oder zufällig geschehen ist, kann nur schwer beurteilt werden. Die automatischen Triebwerke der Kapsel kämpfen jedenfalls seit dieser Zeit gegen den Ereignishorizont an. Die Kapsel ist dem Horizont nun schon so nah, um nun geborgen zu werden. Um noch geborgen zu werden. Nach dem abrupten Ende des Berichts von Marit Grase meldet sich die Besatzung der Robco Einstein, dass der Wissenschaftler vom tragischen Schicksal der Rettungskapsel erschüttert und zutiefst besorgt zu sein scheint. Verständlich. Paranoid. Toll. Ich will jetzt auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 Zerstörer. Die möchte ich auf jeden Fall noch in der Flotte reingeplant haben.
Oh, der will voll stehen. Steht der nachher für mich um 6:36 auf. Auweia. Future Market Survey complete. Ja, ihr könnt füreinander um 6:30 aufstehen, so wie es aussieht. Oh Gott, um 6:30 aufstehen, das ist jetzt hart im Deals Uhrzeit. Wobei, ja, früher habe ich sowas auch gemacht, aber. Da war man ja noch jung. So, Moment. Oh Gott. Und nochmal hier einen Arbeitslosen. Die alle immer noch nach Hämorrhoidental. Auch die Grabbelbutzer hier. So, 57 von 57. Combat Detritus reprocessed for a cleaner galaxy. Was? Wir kommen mit beunruhigenden Nachrichten zu euch, Unternehmerfreunde. Wir haben den Kontakt zu unserer Kolonie Neue Baldrak verloren. Sie antwortet nicht mehr auf unsere Satellitenübertragungen und wir befürchten das Schlimmste. Vielleicht sind die Aliens, die unsere ursprüngliche Heimatwelt bombardierten, zurückgekehrt, um uns den Rest zu geben. Bitte schickt ein Schiff los, um nachzusehen. Es ist in meinem Heimatgebiet. Was soll denn da passieren? Wir werden sofort ein Schiff abkommandieren. Situation Log revised. Gut. Darf ich jetzt hier endlich Energie anbauen? Denn es ist voll gut. Oder warte mal, ich mach's jetzt erstmal hier. Bauen. Und jetzt aber auch hier. Bauen. Aber ich werde jetzt die Pause nicht mehr rausnehmen. Ich werde jetzt nur noch gucken, was macht eigentlich dieses Forschungsschiff da unten. Immer noch hier rumdödeln. Okay. Nur bei 9%. Und jetzt soll ich das dann hier... als nächstes das Spezialprojekt machen, dann wissen wir das beim nächsten Mal auch, Leute. Meine Flotte kommt gerade eben an. Ne, ist schon da. Hier werden noch Zerstörer gebaut, die bringen dann 10 Punkte auf die Waage. Dann sind wir hier bei 60. Und ich denke, ich will dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Zerstörer. Dazu, was kostet es, das hier dann nochmal abzugraden? 1900, das ist zu viel. Das wird dann der nächste Schritt sein. So. Damit, liebe Leute, endet hier dieser Stream wieder mal. Und auch dieser, ja, diese YouTube-Folge. Das Ganze lade ich ja auch wie immer auf YouTube hoch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute, für die ganzen Spenden, für den Host von Flex nochmal. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf meinem Kanal, auch gerne auf meinem YouTube-Kanal. Gutes Nächtle alle miteinander. Ciao, ciao.